Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Stranded Deep. Ich sehe da hinten schon wieder ein nächstes Wrack. Ja, wir sind auf der Insel hier angekommen. Die Insel der feuchten Träume. Und dicke Nüsse hat sie auch am Baum immer. Traum. Traumhaft schön einfach. Ja, wir sammeln hier erstmal den ganzen Mist auf, der hier so auf der Insel rumliegt. Und dann nutzen wir gerade die Gelegenheit, denn ich sehe gerade keine Fischis. Jetzt sehe ich einen Fischi. ist doch kacke, dass die überall sind. Das will doch keiner haben, so viele Fischis auf einmal. Ich wollte doch nur mal ein bisschen tauchen gehen, meine lieben Freunde der Glückseligkeit, denn wir kommen ja hier sonst nicht weiter. Wir brauchen ja mal ein Motorboot. Ich habe ein Motorboot, ich habe ein Motorboot. Ich bin ins Wasser gefallen. Warum bin ich ins Wasser gefallen? Ich will ins Boot, ich will ins Boot. Siri Otz, mein Boot ist kaputt. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ich nehme mir mein Paddelboot und paddel einfach rum. Versicherungsbetrug. Boah, wir werden so ins Wasser schmatzen einfach demnächst. Ich sehe das schon kommen. Einfach weil das Boot jetzt gerade so total instabil ist. Jetzt auf jeden Fall ein Wrack. Das war eindeutig ein Fall für die Abwrackprämie hier. Will ich ins Wasser springen? Ich hab echt die Befürchtung, dass sobald ich im Wasser bin, irgendwo der Bob ankommt und sagt, du, ich hab Hunger. Oder sowas in der Art. Bob? Da ist der Bob schon! Ich wusste es doch! Ich wusste doch, dass der Bob sofort wieder ankommt. Traurig, traurig, lieber Bob. Dass du sowas nötig hast, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht von dir gedacht. Ich paddel mal rüber zu diesem anderen Wrack-Dingen hier. Ich glaube, der kommt hier gar nicht drauf. Das ist so eine lange Zunge hier. Was natürlich jetzt nicht bedeuten soll, dass ich jetzt gerade total geil bin, das auszuprobieren. Ich mach's trotzdem. Ich weiß nicht, habe ich das eingesammelt, was da drin war? War da was drin? Hallo. Na, du Süßer. Okay, er kommt hier drauf. Ich paddel mal. Na, na, na. Na, 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 na. Das ist doch eigentlich voll die riesige Pipiwanne, die ich hier habe, ey. Das ist total schlimm, ey. Ich habe so ein Kackschiss vor diesen Viechern. Warum auch immer. Vielleicht ist gerade auch wegen dem neuen Patch, weil ins Wasser fallen und sofort tot sein ist irgendwie ein bisschen doof. So, was haben wir denn jetzt alles in der Tasche? Wir haben eine Lampe. Toll. Ein Stein und ein paar Stöcke. Das heißt, wir können noch ein paar Steine und noch ein paar Stöcke mitnehmen. Vor allen Dingen ein paar Steine. Steine sind ja eine noch begrenztere Ressource als Stöcki. Stöcki, sagt er. Er sagt Stöcki. Das ist schon wieder hier für ein Boot. Ohne Kiste. Na, jetzt wären wir aber hier total geckig. Dafür jetzt hier einfach mal so eine Krabbenparade. Ja, na gut, dann gehen wir halt mit nur zwei Steinen, drei Steinen und ein paar Stöcken nach Hause. Das ist noch ein Stein. Oh, was ein wunderschöner Stein. So schön glatt und rund.
wie der Rainer Kahlmund. Der ist auch glatt und rund. Also auf dem Kopf glatt. Und sonst rund. Ist das da so ein Fischi, Fisch, Fisch? Ist das ein guter Fisch? Nö, das ist ein Wrack. Ich kann schon Wracks nicht mehr von Fischen unterscheiden. So weit ist es schon gekommen. Ich glaube, ich kriege einen Sonnenstich. So, was haben wir denn jetzt noch am Platz? Wir haben noch sechs. Sechs und viel. Hier liegt nochmal ein Stocki. Steinis wäre noch ganz gut, weil ansonsten muss ich den einen nämlich hier lassen. Das lohnt sich nämlich nicht, mit diesem, dass dieser eine Stein diesen Slot, Inventarslot belegt. Das macht irgendwie keinen Sinn, würde ich sagen. Dann können wir lieber gerade nochmal eine Palme zernödeln. Und dann können wir ein bisschen Palmenwedel mitnehmen für unser erstes Bett auf unserer Heimatinsel. Ich würde sagen, wir machen das zu unserer Heimatinsel, weil im Prinzip ist ja jede Insel wie eine andere. Auf einem Schiffswrack bauen ist jetzt auch nicht so die geilste Idee. Da können wir dann im Prinzip auch direkt sagen, wir bleiben einfach hier. Kommt dann ja im Prinzip so ein bisschen aufs Gleiche. Wir müssen uns auf jeden Fall eine Reserveaxt bauen für unsere Heimatinsel. Weil wenn irgendwann mal unsere Axt kaputt sein sollte und wir finden gerade nicht auf durch Zufall irgendeine, haben wir keine Möglichkeit mehr irgendwas anderes zu zerhacken. Oder geht das mit einem spitzen Stein auch? Da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, ob das auch geht. Ich wollte auch mal ganz gerne probieren, ob man einen Stein aufschlagen kann, nur mit der Macht seiner Hände quasi. Ich glaube nämlich fast, dass selbst das auch geht. Komm, Lock, hab dich nicht so. So. Dann nehmen wir jetzt mal hier eben den Stein und versuchen den mal hier drauf zu schlagen. Müsste ja eigentlich auch gehen. Wenn das mit der Kokosnuss geht, dann muss das mit dem Stein auch gehen. Hab ich den Stein jetzt in den Stein gelegt? Na, doll. So. Das heißt, auf dem geht es dann wahrscheinlich schon nicht, wenn der da durchflutscht. Ich gehe mit meinem Steinchen und mein Steinchen mit mir. Das geht bestimmt, komm. Da, kaputt gegangen. Ich habe es gerade... Ah, ich habe kaputte Steine gemacht. Boah, bin ich ein Held. Okay, wir wissen also, das geht auch. So kommen wir dann auf jeden Fall an scharfe Steine. Mit scharfen Steinen können wir, glaube ich, auch tatsächlich schon die ersten Bäume und Pflanzen wieder fällen. Das heißt, man kann nicht Gefahr laufen, sich alles zu verbauen. Das ist auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen beruhigend. Aber auch nur auf eine gewisse. Apropos gewisse, ich möchte gewiss jetzt gern mal nach Hause. Deswegen paddeln wir mal ganz kurz eben zu unserer Markierung. Ach ja, damals, hör mal, als wir noch ein vernünftiges Boot hatten und nicht nur so eine Nussschale hier. Das war noch Zeit, hör mal. Motorboot haben wir immer noch nicht hingekriegt. Das wird wahrscheinlich genauso dauern, wie in Long Dark den Bunker zu finden. Bei meiner Talent, muss ich es weiter kommentieren? Nee, oder? Ich glaube, das reicht schon. Bei meiner Talent, Lan. Bei meiner Talent dauert das sowieso eine halbe Ewigkeit. Ich versuche es jetzt einfach und ich sage schon mal vorab, wenn ich jetzt ins Wasser fallen sollte, ich lad neu. Was ich genau jetzt gerade machen werde, weil ich gerade rausgefallen bin. I want to quit. Ich lade dann direkt meine Spielstände. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, das ist gerade so vermüppelt. Mit den Haien. Das will ich nicht ausprobieren. Ich gehe sogar stark davon aus, dass... Oh, das hat einen Spielstand laden. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Ist fast auch nicht irgendwie hell oder so. Ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich probiere mal gerade eben was. Ich meine, die Haie kann man so gut erkennen. Also vielleicht gar nicht, doch nicht so schlecht. Die kann man über weite Entfernung kann man die erkennen. Das ist natürlich total blöde. Also wie Sie sehen, sehen Sie hier viele Haie.
Da hat es die nächsten drei. Aber eine interessante Ansicht ist es auch schon mal. Da kann man mal so die Tiefseegräben sehen. Ist schon interessant irgendwo. Vor allem, falls es irgendwo so versteckte Orte gibt. Allerdings ist es natürlich gerade total buggy. Und sollte natürlich in keinster Weise so sein. Vor allem, weil wir uns irgendwie gerade unter Meerespegel befinden hier. Die Frage ist, kriegen wir es noch irgendwie wieder heile? Die größte Frage war, das jetzt die richtige Insel, die ich angesteuert habe. Ja, das war auf jeden Fall die richtige Insel. Ist schon mal etwas wert. Dann haben wir übrigens wieder unsere Heimatinsel gefunden. Die Frage ist nur, wie kriege ich den Spielstand wieder einigermaßen fit? Ich speichere jetzt gleich einfach nochmal und lade nochmal neu. Ob es funktioniert, weiß ich dann nicht. So, können wir uns ein Bett craften? Nö. Brauchen wir für ein Bett einen Hammer? Oder was? Nee, warte mal, ich glaube, uns fehlen... Was fehlt denn uns hier? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht's denn eigentlich unter Wasser aus? Ah! Cool! So kriegen wir es also gefixt, dann ist der Spielstand gar nicht Arsch, sondern wir müssen nur einmal kurz unter Wasser gehen und dann geht's wieder. Oh, ich meine, ist ja toll. Dann wissen wir Bescheid, wenn wir von Welt zu Welt reisen oder mal was erkunden wollen, dann nutzen wir mal diesen Fehler aus. Und können so die komplette Unterwassertopographie sehen. Ist ja auch mal was. Interessant ist jetzt vor allen Dingen, dass das Wetter nicht gespeichert wird, wie mir gerade aufgefallen ist. Denn es war neblig, als wir auf dem Meer waren und ins Wasser gefallen sind. Und jetzt, naja, nach dem Laden war wieder schönstes Wetter. Was fehlt uns denn jetzt hier eigentlich noch für... unser Bett. Wir haben Stöcke ausreichend. Wir haben... Wahrscheinlich brauchen wir genau 5 Palmenwedel. Oder noch eine Yucca-Palme zu wenig. Das kann auch sein. Die ist noch nicht fertig. Okay, das haben sie auf jeden Fall richtig runtergedreht. Finde ich aber auch gut. Das braucht seine Zeit jetzt, bis das wieder nachgewachsen ist. Die Frage ist, wie können wir denn jetzt gerade mal so ein bisschen mit so einem Hai rumspielen? Ich hätte schon Bock, den ein bisschen zu ärgern, wenn ich ehrlich bin. Na, komm mal her, Dicker. Komm her. Ja, komm doch mal her. Na, hier. Hallo. Okay, also je öfter der am Kreisen ist und mich nicht erwischt, desto saurer scheint er darüber zu werden, tatsächlich. Die Bewegungen werden schneller und irgendwie aggressiver, habe ich das Gefühl. Das sind ja echt beruhigende Impressionen, die wir jetzt hier gerade haben. Es könnte gar nicht besser laufen eigentlich. Lass das Messer mal hier liegen, so als Reservewerkzeug. Und wir haben uns doch hier irgendwo... Da, guck mal, hier haben wir die crude Axe und die crude Hammer. Letzte Hammerfall quasi. Foundation wollen wir gar nicht bauen. Das heißt, das legen wir mal hier drüben hin. Und mit der Ex. Vielleicht können wir mit der Ex vielleicht ein bisschen mit dem Hai spielen gehen. Hai, was sagst du dazu? Krasse Idee oder eher nicht so? Hai scheint keinen Bock zu haben. Alter, guten Abend mal. Mittag! Ab zu den Kartoffeln! Heute gibt's Pommes. Pommes mit Bratwurst. So, dann essen wir uns mal eben die lecker Kartoffelchen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Wir haben diese jetzt hier schon wieder ganz formidabel rumgekriegt. Mit mehr oder weniger. Ach, guck mal. Man kotzt von Kartoffeln auf einmal. Das ist ja auch schick. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja gut, dann gehe ich mal ein bisschen auf Kokosnussjagd. Aber trotzdem sehen wir uns morgen in der nächsten Folge von Stranded Deep hoffentlich wieder. Bis dahin gucke ich mal, dass ich hier ein bisschen Lager... Bestand auffüllen an Futteralien. Wir kommen ja so nicht weiter. Hm? Also, bis dann. Tschüss.